Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus und Maria, die Mutter Jesu, unsere vielgeliebte Mutter. Am Ende des Evangeliums sagt Jesus zu einem Schriftgelehrten Folgendes: Du bist nicht fern vom Reich Gottes. Nicht schlecht, wunderbar, wenn wir schon nah am Reich Gottes sind. Was meint Jesus? In den vorherigen Gespräch, da hat man die Gebote Gottes aufgezählt. Aber Jesus reicht es nicht, dass wir die Gebote aufzählen können, auch in der richtigen Reihenfolge, wenn möglich. Nein, Jesus will mehr. Was ist denn das Reich Gottes? Was heißt es, in das Reich Gottes einzutreten? Jesus sagt von sich selbst: Ich bin die Tür. Wer durch mich eingeht, der wird Weide finden. Und wir müssen durch Jesus leben, in Jesus leben, mit Jesus leben, ihm nachfolgen, ihm die Priorität geben. Das heißt es, in das Reich Gottes hineingehen, denn Jesus ist das Reich Gottes. In ihm finden wir die Fülle, die ganzen Schätze von Gnaden und von wahrem Leben. Möge er uns diese Gnade schenken. Mögen wir ihn mit Freude sein Wort kennen, es lesen, in unser Herz aufnehmen, aber mit seinem Wort auch Jesus wirklich tief in unser Herz aufnehmen. Möge diese Gnade uns gewährt sein auf die Fürsprache Mariens und ihres unbefleckten Herzens. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Uns allen einen gesegneten Tag.